Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Wir fahren zusammen. Kassel fährt mit den Beschäftigten im ÖPNV, fährt mit den Klimabewegungen, die sich die letzten Monate und Jahre dafür einsetzen, dass es eine Verkehrswende gibt. Wir fahren zusammen mit denen, die an den Hauptverkehrsstraßen wohnen und dort vor allem von den Abgasen und dem Lärm betroffen sind und sich über jeden Freund, der vom Auto auf den ÖPNV umsteigt. Wir fahren zusammen, ist das Signal an die Landesebene, an die Bundesebene, denn wir brauchen mehr Geld, um diese Verkehrswende zu schaffen. Die Stadt Kassel bekennt sich als Stadt der nachhaltigen Mobilität und unterstützt die Ziele der Petition Wir fahren zusammen. Die Stadtverordneten wollen Mobilität im Sinne von Lebensqualität, Klimaschutz, sauberer Luft und guten Arbeitsbedingungen zukunftsfähig gestalten. Wir hätten diese Petition gern schon vor einem Monat beschlossen, im März. Aber wir sind ja damit schon direkt im Thema. Wir starten mit einer Verspätung und Verzögerung. Und genau darum geht es ja oft im ÖPNV. Wie schaffen wir es, dass in Zukunft die Busse pünktlich fahren? Dass die Busse nicht ausfallen wegen Krankenständen oder weil Werkstattarbeiten nicht erledigt werden könnten, weil dort das Personal fehlt. Wie schaffen wir es, den Personalmangel vorzubeugen? Weil doch eine Studie erst gezeigt hat, dass der ÖPNV kollabiert, wenn man jetzt nicht umsteuert. Wir fahren in Kassel aber nicht nur verspätet, sondern wir fahren auch mit angezogener Handbremse. Denn wir begrüßen total, dass es heute eine Resolution geben wird, mit der wir uns an das Land richten können. Aber das Ziel war es im März zu machen, weil dort die Tarifverhandlungen noch liefen. Inzwischen gibt es ein erstes Ergebnis. Die Mitglieder werden jetzt befragt im Mai. Und es wäre eben schön gewesen, schon in dieser Tarifrunde ein deutliches Signal zu setzen und dort den Rücken zu stärken. Aber nun ist es eben jetzt einen Monat später. Es macht trotzdem nichts, weil es jetzt eben in der nächsten Runde darum geht, die Gespräche mit dem Land zu führen, um dort eben zu sagen, dass tatsächlich mehr Geld in den ÖPNV kommt. Das unterstützen wir. Wir sind nur nicht ganz glücklich mit so manchen Änderungen, die in dem Änderungsantrag der Koalition sind. Und auf die möchte ich gerne nochmal eingehen. Der erste Punkt ist, die Stadt Kassel unterstützt die Ziele der Petition. Wir fahren zusammen und das haben sie geändert in Resolutionen. Wahrscheinlich meinen Sie damit den eigenen Antrag. Ich möchte Sie an der Stelle noch mal hinweisen. Wir haben sehr bewusst Petition geschrieben, weil es genau um jene Petition ging, die 202.437 Menschen unterschrieben haben. Und die sie unterschrieben haben, um an den Bund klar zu sagen, wir brauchen ein Investitionsprogramm. Basierend auf Studien, keine ausgedachten Zahlen, von zusätzlich 16 Milliarden Euro pro Jahr in den ÖPNV fließen bis 2030. Das sind die klaren Forderungen von der Petition, wo es eben auch darum geht, wir werden, um den Aufbau zu schaffen, um mehr Personal zu haben, es nur hinbekommen, wenn mehr Geld ins System geht und man eben nicht nur an einer Stellschraube drehen. Wir brauchen bessere Ticketpreise, günstige, am besten bis hin zu Nulltarif, wir brauchen ein größeres Angebot und dafür brauchen wir mehr Beschäftigte in diesem Bereich. Es ist von daher sehr gut, dass die letzten Monate sich Fridays for Future und die Klimabewegung mit der Gewerkschaft zusammengeschlossen hat und eben klar gesagt hat, die Interessen von Beschäftigten und denjenigen, die dafür kämpfen, dass es tatsächlich gegen den Klimawandel was unternommen wird, sind gemeinsame Interessen. Deswegen muss man auch gemeinsam kämpfen und darf sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Sie haben allerdings in Ihren Änderungen ein paar Punkte eben gestrichen, wie zum Beispiel die Verdopplung der Fahrgastkilometer als Ziel. Auch das ist übrigens ein Teil der Petition, die bundesweit unterschrieben wurde, die ja auch von unserem Oberbürgermeister unterschrieben wurde, die vielleicht auch einige von Ihnen unterschrieben haben, sondern es soll lediglich eine Erhöhung sein, die geprüft wird. Es gibt weiter den Punkt, also zentral geht es ja um die Arbeitsbedingungen, dass wir Programme finden zur Ausbildung von Fachkräften, vor allem im Fahrdienst, und dass diese aufgelegt werden. Das haben sie geändert in, dass man mit der KVG in den Austausch geht, um Programme zu evaluieren und bei Bedarf aufzulegen. Also ja, es ist eine bestimmte Offenheit dafür, es ist keine klare Festlegung dafür. Gestrichen ist natürlich ebenso der Punkt, um für die Finanzierung notwendiger Qualifizierungen zu sorgen. Auch solche Programme gibt es nicht umsonst. Es gibt ebenfalls in Punkt 4 den Punkt klimagerechte Verkehrsplanung. Und gerade wenn wir bei dem Punkt Gerechtigkeit sind, ist zentral die Verteilung passiert. Und wenn wir von Verkehrswende sprechen, dann heißt es nur, wir müssen den Umweltverbund stärken und den Pkw-Verkehr zurückdrängen. Was wir nur machen können, wenn wir eben an anderer Stelle stärken. Das haben Sie im Prinzip auch umgeschrieben, indem Sie nun sagen, die Verkehrsplanung der Stadt Kassel legt einen starken Fokus auf eine umweltverträgliche
und emissionsarmer Mobilität über alle Verkehrsarten hinweg. Das ist uns zu wolkig. Wir können daher dem Änderungsantrag nicht zustimmen. Ich möchte an der Stelle vielleicht noch mal darauf hinweisen, bei Punkt 1 Finanzierung, ob Sie bitte streichen Sie wenigstens die Prüfung, sondern fordern Sie wenigstens vom Land und vom Bund, dass Sie die Mittel erhöhen. Denn das muss doch nicht mehr geprüft werden, das wissen wir doch alle.